sind die Ratten von nebenan. Störung der öffentlichen Ruhe und Sachbeschädigung, machen Sie mal. Na los. Ach was, das beliebt doch den Ort. Wenn Frau Bieber in der Stadt wäre, würden die Dinge hier ganz anders laufen, das sag ich Ihnen. Sie hat so ein Glück, dass sie diese Bingo-Kreuzfahrt gewonnen hat. Haben Sie schon was von ihr gehört? Nein, noch nicht. Den letzten Brief von ihr mit Anweisung zur Pflege ihrer Gartenzweige bekam ich vor gut 3 Wochen. So eine Frechheit! Bereit, die Segel zu setzen? Dieser Kahn setzt sich nicht von allein in Bewegung, wisst ihr? Außerdem wartet noch ein Schatz auf euch. Mach, dass ihr sofort wieder von meinem Schiff runterkommt, ihr Bande schlappiger Wilder! Kanonenschuss und kein Geschrei. Es ist so schön friedlich hier. Hey! Ihr dreisten Schiffsdiebe! Frau Bieber! Was zur Hölle habt ihr nur mit ihr gemacht? Sie war nämlich ganz allein auf einer einsamen Insel. Ja, aber mehr können wir nicht tun. Ab jetzt müssen Sie sich um sie kümmern. Wir haben noch eine Schatztruhe zu öffnen. Dann kommen Sie mal, Frau Bieber. Ich würde Sie gerne untersuchen. Sagen Sie... Reine Zeitverschwendung, Sie Wunderdoktor. Sie hat das typische Schiffbruchsyndrom. Das ist alles. Einsamkeit, zu viel Sonne und jeden Tag hohe Krabben. Der Klassiker, um jemanden in ein wildes Tier zu verwandeln. Ihr müsst sie wieder zurücknehmen. Ihr seid immerhin Piraten. Ihr seid es gewohnt, mit wilden Tieren umzugehen. Wir nicht. Vergessen Sie es! Verschwinden Sie, Sie vieräugige Hexe!
Das könnte dauern. Ja, wir müssen sie erstmal dazu bringen, zu verstehen, was wir von ihr wollen. Diese verrückte Biber. Und? Ich habe getan, was ich konnte. Oh, immerhin benutzt sie jetzt schon mal ein paar richtige Worte. Das war's. Ich kann nicht mehr. Danke, Frau Grün. Ich heiße Mathilda. Mathilda, ich Biber. Du? Ich bin Kapitän Jim. Biber muss auf Kapitän Jim hören. Kapitän Jim. Wie geht's? Das auch. Mist. Das hier ist auch nicht gut. Mist. Also gut. Wenn Sie sehr nett zu der alten Dame da sind, kriegen Sie ein paar schöne neue Steine. Hallo, Dame. Hilfreiche Biber, bitte und danke. Lassen Sie Herr. Das. Nehmen Sie Ihre Hände da weg, Sie. Nein, böse. Entschuldigen Sie sich. Entschuldigung. Nicht bei mir, bei der alten Dame. Entschuldigung, Dame. Hey, du wirst mir noch dankbar sein, wenn sie total lieb und nett ist und darauf besteht, deine Schultasche zu tragen und die Kanonenkugeln zu polieren. Ich zeig dir jetzt mal, wie Erziehung bei uns Piraten geht. Biber, los, plündern! Du, Kapitän Jim, ich plünder! Ich verstehe ja mit Piraten plündern, aber Frau Biber, das geht zu weit! Du rückgratlose Tiefseekrabbe, bleib wo du bist, oder? Ich hoffe, du bist zufrieden. Du hast dir das letzte bisschen Herzlichkeit ausgetrieben. Was? Sie hat uns Piraten immer verabscheut und jetzt ist sie ein Fan. Ist doch gut. Sie arbeitet jetzt sogar für uns. Sie plündert. Ich bin dran. Ich will sie auch erziehen. Komm, Biber. Hol. Das ist doch eine dumme Methode. Und abgesehen davon, Frau Biber ist kein Hund. Mag sein, aber dafür bringt sie uns jetzt all unsere Sachen. Ist doch nützlich. Keine Panik, wir haben sie erzogen. Das ist für die liebe Biber. Geh und hilf Brent. Eiscreme-Plünderung auf der Stelle. Bitte, du Nichtsnutz. Lang lebe Pirat. Sei lieb, Biber. Gib ihm das Eis zurück, dem Nichtsnutz da. Hey! Wie geht's? Sie hat dran gelegt. Na toll, super gemacht. Jetzt ist sie total durcheinander. Frau Biber, geben Sie Brent sofort sein Eis zurück. Nein, Goldstück. Nein, Brent. Ha, diese Piraten haben die arme Frau Biber völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, bitte. Hallo, hilfreiche Biber. Lauf, fang, du hast alles zerstört, was ich herbeigebracht habe. Keine Sorge, ich werde sie einfach bestrafen. Dann tun sie es nie wieder. Schlechtes Benehmen. Bah. Keine Steine. Wenn du mehr Steine willst, sei brav. Oh. Steine, 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 Steine. Helf mir. Steine, Steine. Bingo!
hin, sagen Sie? Wirklich? Ja, am Südpol. Sie werden sehen, es ist sehr schön da. Ganz viele Eisberge.